Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Let's Play auf diesem Kanal. Und zwar geht es hier um den Grand Prix Manager 2. Wir spielen hier einmal die 96er Version, also quasi die Saison 1996. Das war das Jahr, nur mal um ein auf die Sprünge zu helfen, ist ja auch schon ein bisschen her. Es war das erste Jahr bei Benetton nach der Schumacher-Ära. Wir haben uns als Team auch Benetton ausgesucht, einfach weil es Benetton leider nicht mehr gibt in der Formel 1, beziehungsweise nicht mehr in der Form. Es wurde ja damals verkauft an Renault und das heutige Alpine quasi. Und ja, wie schon gesagt, es war das erste Jahr nach der Schumacher-Ära bei Benetton. Schumacher-Jahr zu Ferrari gegangen und das ist quasi jetzt das erste Ferrari-Jahr von Schumacher hier in dem Spiel. Wir haben auch McLaren noch in Weiß-Rot. Und das erste Jahr dann mit Mercedes bei McLaren. Außerdem gibt es hier auch noch einen jungen Debütanten namens Jacques Villeneuve. Der ja in den späteren Jahren oder in den späteren Jahr dann auch noch mal von sich hören ließ. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier einmal rein. Nicht wundern, warum das hier alles so übel aussieht. Dieses Spiel hat eine Auflösung von 640 zu 480 und in 256 Farben, also es ist schon etwas älter, dieses Spiel, aber aufgrund des kommenden Releases von F1 Manager 2022 dachte ich mir, kram ich mal einen Klassiker aus und ich hoffe, es gefällt euch. Ja, also ich würde sagen, wir fangen mal an. Es sind alle Regeln dabei von der 96er Saison, es sind alle Strecken dabei, es sind die Originalfahrernamen dabei, bis auf eine Kleinigkeit tatsächlich. Jacques Villeneuve gibt es so in diesem Spiel mit dem Namen nicht. Das hatte ich allerdings gefixt, also der Name Jacques Villeneuve und der Fahrer quasi ist hier mit dabei. Das Foto passt nicht, hatte ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, nochmal extra das Foto anzupassen. Er fährt bei Williams, es ist Jacques Villeneuve und von daher alles gut. So, ich würde jetzt erstmal schauen, dass wir hier soweit auf Reihe kommen. Wir müssen ganz am Anfang erstmal bis auf den Motorenlieferanten alle Lieferanten neu uns ranschaffen. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir hier auch ruhig die besten nehmen. Was uns zwar etwas Geld kosten wird. Ah, okay, wir haben sogar noch einen aktuellen Vertrag. War mir jetzt nicht ganz so bewusst. Normalerweise ist es meistens so, wenn man ein neues Spiel startet, meistens muss man alles erneuern. Hier scheinbar nicht, aber okay. Einen Ersatzteillieferanten haben wir auch. Weil ich eigentlich gerne einen besseren gehabt hätte. Okay, hier haben wir wenigstens den besten Benzinlieferanten. Und Sicherheitsvertrag würde ich tatsächlich den besseren nehmen. Es kostet uns zwar ein bisschen Geld, aber das sollte sich lohnen, weil es gibt hier nämlich so Sachen wie Spionage bzw. Technologiediebstahl und sowas alles. Und da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Es gibt hier auch einige solche Sachen, wie zum Beispiel illegale Hilfsmittel, sage ich, nenne ich sie mal so.
Wie man hier sieht, es gibt eine aktive Aufhängung, Anti-Schlupfregelung, Turbo, eine verbesserte Lenkung, Schürze, alles sowas. Und da ist es halt so, die Regeln ändern sich auch mit den Saisons. Das wird immer vor jeder neuen Saison bekannt gegeben. Und hier sehen wir gerade von den, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal illegalen Hilfsmitteln, ist nur eine erlaubt. Und das ist das halbautomatische Getriebe. Man könnte auch eine verbesserte Aufhängung zum Beispiel oder die Anti-Schlupfregelung erforschen und die einbauen. Darf sich nur nicht erwischen lassen. Weil klar, das ist gegen Regeln, wird man dann disqualifiziert. Hier sehen wir sie auch nochmal. Da gibt es einige Sachen, die es da zu erforschen gibt. Und das, darauf würde ich mich auch gleich am Anfang mal ein bisschen drauf stürzen. Denn solche Sachen bringen wirklich viel. Ich würde auch jetzt erstmal wirklich nur die Sachen erforschen, die auch erlaubt sind, weil ich stehe jetzt nicht so drauf, gleich bei den ersten Rennen irgendwie rausgekegelt zu werden wegen Regelverstößen und so weiter. Hier teile ich die auch noch so ein bisschen ein, dass die ein bisschen mehr an den Sachen forschen. Da kann man einmal Mechaniker, Konstrukteure und Ingenieure frei anpassen in der ihren Zeit. Ich denke mal 40% sollte reichen, um im nächsten Rennen dann vielleicht schon die erste Stufe zu erreichen. Hoffe ich. Ich habe hier übrigens den Menüsound abgestellt, weil ich natürlich das Spiel über ja, diesen Windows-Emulator spiele. Und das ist grausam. Also so vom Spielen her läuft es alles flüssig. Allerdings der Sound ist unterirdisch. Das möchte ich keinen antun. Und deswegen habe ich den im Hintergrund jetzt ausgestellt. Das wäre ein reines Gestocke und glaubt mir, das ist nicht schön. Ich schau mal, was wir hier alles so haben. Die Aufhängung haben wir aktuell Traxbar. Gibt es natürlich noch viel bessere, ne? Hier diese ganzen Regale, die ihr hier seht. Die kann man nach und nach freischalten. Im Bremssystem haben wir noch ein relativ schlechtes. Wir haben nur Stufe 2. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Stufen das hochgeht. Da haben wir nur Stufe 2. Das finde ich ein bisschen schade. Die Lenkung ist jetzt für den Anfang auch okay. Da haben wir die Stufe 4. Das Kühlsystem, die Stufe 3, geht besser, aber ist okay. Die Schaltung ist mit Carter auch okay für den Anfang. Wir haben kein sonderlich gutes Getriebe. Das ist auch auf Stufe 2. Die Motorsteuerung auf Stufe 3, ja, okay. Ich würde schon sagen, dass man mit Benetton also auf jeden Fall Podium anvisieren kann. Das Elektroniksystem ist auf Stufe 3, ist auch okay. Dass man das auf jeden Fall anvisieren kann. Und das sollte man, da sollte man auch schon landen. Also das sollte möglich sein. So. Das Auto ist ziemlich hochgebaut. Also hier haben wir auch nur die Stufe 2. Das ist eigentlich nicht so schön. Hier haben wir Stufe 3, das ist okay. Das ist auch nur Stufe 2. Auch nur Stufe 2. Ah, okay, also Podium. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, tatsächlich.
So, wir können uns ja auch erstmal unsere Fahrer anschauen. 1996 fuhr für Benetton Jean Alesi und Gerhard Berger. Als Testfahrer haben wir Vincenzo Sospiri. Ja, ist halt ein Testfahrer. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Hier muss ich überlegen, dann später auch mal, wie die Fahrer dann 1997 sind, also in der nächsten Saison. Aber das, wie gesagt, dann ist erst wirklich später. So. Was wir natürlich auch machen müssen am Anfang, sind Sponsoren. Ich würde am Anfang ruhig die Sponsoren nehmen, die es gibt, weil bis wir andere Sponsorenverbindungen aufgebaut haben, ja, das ist dann schon, das dauert dann schon noch ein bisschen. Was? Das ist ja mies. Das ist ja echt mies. Die haben sich jetzt erstmal alle zurückgezogen. Na super. Na gut, zumindest haben wir das Auto ein bisschen bestückt. So, und hier können wir nämlich auch einmal einstellen, dass wir Sponsorendeals, dass wir darauf Wert legen, beziehungsweise dass wir die pflegen und dass wir neue an Land ziehen. Ich habe jetzt einfach mal ungefähr 3 Sterne. Ja, ein 3 Sterne Sponsor mir ausgesucht, beziehungsweise ein 3 $ Sponsor mir ausgesucht, weil mehr werden wir nicht kriegen. Wie gesagt, also ich spiele jetzt hier nicht auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe. Das heißt, Benetton dürfte, glaube ich, nicht so gut dastehen, wie sie es eigentlich normalerweise tun sollten. Aber also der ein oder andere Podiumsplatz könnte drin sein. Was ich auch gesehen habe, ist, dass ich Benetton ausgewählt habe und dann quasi in der Rangliste, wo ich die ganz am Anfang aussuchen durfte, Benetton und Sauber die Plätze getauscht haben, wegen der Schwierigkeit. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass Sauber so stark ist wie Benetton eigentlich, weil das wäre ein bisschen unrealistisch. Aber gut, man seit über dem Winter sehr gute Arbeit geleistet. Da müssen wir dann halt schauen, wie das bei Sauber dann aussieht. Sauber übrigens hier hat man, wenn man es so halbwegs erkennen kann, Heinz Harald Frentzen, der ja damals in der Saison 96 noch für Sauber gefahren ist, bis er dann 97 zu Williams wechselte. So. Wie sieht es denn bei den Einrichtungen aus? Okay, da fehlt viel. Aber das würde ich auf jeden Fall bauen. Weil wir dann halt nicht immerzu das anmieten müssen, wenn wir irgendwas entwickeln wollen. Was hatten wir denn gesagt, was bei uns so schlecht war? Jetzt erstmal auf das Innere. Aber das Getriebe war nicht gut, ja. Getriebe hat definitiv noch Luft nach oben. Das ist übrigens lustigerweise unter den Namen Herstellung quasi die Forschung für die neuen Bauteile. Und dann würde ich sagen, genau das meinte ich. Die Einrichtungen zum Bau dieser Komponente müssen für 25.200 Dollar angemietet werden. Ja, ich bin damit einverstanden, leider Gottes.
Dann haben wir hier noch das Fahrzeug-Setup. Das stellen wir dann aber ein, wenn es soweit ist. Weil die Fahrer geben natürlich auch in den freien Trainingssessions immer ein Feedback. Und daraufhin passen wir halt so die Setup-Sachen an. Hier gibt es natürlich auch noch andere Sachen. Da gehen wir dann im Laufe des Spiels immer mal drauf ein. Hier kann man die Fahrerweltmeisterschaft einsehen, die Konstrukteursweltmeisterschaft und so weiter und so fort. Hier steht leider noch nichts drin. Hier haben wir auch nochmal die Übersicht über unser Team, wer alles für uns arbeitet. Sicherlich Rory Byrne ist noch jemand im Begriff, der eigentlich generell für die Weltmeisterautos von Michael Schumacher beauftragt war. Bei Benetton sowohl bei Benetton als auch bei Ferrari. Und Motorenlieferant ist hier noch mit dabei. Ne? Da müssen wir uns ja nächste Saison auch drüber im Klaren werden, wen wir dann nehmen. Aber ich würde vielleicht sogar tatsächlich bei Renault bleiben. Ist zurzeit, glaube ich, mit Mercedes der stärkste Motor. Ja, und dann würde ich sagen, wir haben noch keine Neuerungen an unserem Auto. Deswegen macht Testen jetzt keinen Sinn. Auch wenn das ein bisschen unlogisch ist, weil wir sind gerade vor der Saison und da sollte man eigentlich immer testen. Macht jetzt aber wirklich keinen Sinn, weil wir einfach nichts Neues haben am Auto. Und das würde dann auch nur Geld kosten. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal spontan auf das nächste Rennen. Hier können wir ruhig alles drin lassen. Das Warm-up würde ich rausnehmen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber das Freitraining ist halt wichtig, um das Setup zu finden. Ne? Das kostet immer so verdammt viel, die ganzen Mechaniker und das Team mitnehmen, so viel würde ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Mal da den Preis so ein bisschen drücken. Fahrer würde ich gerne generell auch immer nur zwei mitnehmen, weil den Testfahrer, den setze ich sowieso nie ein. Wagen würde ich schon drei mitnehmen, weil es kann immer mal sein, dass hier ein Chassis kaputt geht und dann hat man noch einen Wagen da. Das ist schon so gar nicht schlecht. Aber ich brauche eigentlich gar nicht so viele Leute. So. Ja gut, Mechaniker vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen was gespart. So, hier sehen wir jetzt einmal quasi die Strecke. Wie gesagt, es ist ein altes Spiel, erwartet da nicht grafisch so viel. Schon lange nicht von einem Manager. Und die Strecke ist noch trocken. Aber die Sonne scheint auf jeden Fall schon mal nicht. So. Hier unten haben wir halt quasi unseren Bildschirm, wo wir alles einstellen können. Na? Wenn wir hier auf den Pfeil gehen, können wir auch noch mehrere Sachen aussuchen. Zum Beispiel gerade die Position. Klar, es hat gerade angefangen, da ist noch nicht viel. Den Zustand von allem. Hier ist ein kleiner Bug drin tatsächlich. Meistens, wenn wir Trockenreifen drauf haben, steht hier immer Typ Regenreifen. Stimmt natürlich nicht. Ja, muss man schauen. Ich würde jetzt erstmal auf das Schraubenschlüssel-Symbol gehen. Dann kommen wir nämlich quasi in unsere Box. Und können da einmal alles einstellen.
Hier haben wir, wie vorhin schon gesehen, einmal die Übersicht, was wir alles so in Sachen hier drin haben. Fahrhöfen zum Beispiel, die illegalen Sachen, wo die schwarze Flagge ganz groß davor steht. Da haben wir natürlich jetzt noch nichts. Und einmal das Setup. Und bei den Setup würde ich es immer so machen, dass eigentlich der erfahrenste Fahrer, und das ist nun mal Berger, quasi das Qualifying übernimmt und das Setup rausfährt. Meistens am Anfang steht hier alles auf muss getestet werden. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal. So, jetzt gehen wir hier einmal wieder zurück. Das ist quasi unser Anfangsbildschirm. Und auf diesen Symbol schicken wir dann den Wagen raus auf die Strecke. Auf den Symbol mit den Ampeln, wenn ich da einmal drauf drücke, das ist quasi der Pause-Button. Da drauf drücke, ist es freigegeben. Hier fährt auch schon der erste raus. Und wir fahren jetzt direkt hinterher. Es sind natürlich sehr viele blaue Fahrzeuge. Das ist manchmal auch ein bisschen schwer zu erkennen. Gibt zu dem Zeitpunkt sehr viel blaue Fahrzeuge in der Formel 1. Zum Beispiel Williams oder halt Benetton. Oder Ligier ist, glaube ich, noch dabei. Ja, ich glaube, 96 war das noch so Ligier. Sauber ist blau. Also da gibt es schon einige, die blaue Farben haben. Ich werde das aber jetzt mal ein bisschen schneller machen. Das kann man hier auf diesen Regler ganz gut tun. Übrigens, das Spiel habe ich zum Laufen gebracht, mit VMware. Also, falls euch das interessiert, schaut einfach mal nach. Da gibt es im Internet genug Material, wie man das installiert und wie man das zum Laufen bekommt. Ist unter normalen Windows 10 schwierig zum Laufen zu kriegen, sage ich mal so. Ich bin der Meinung, ich hatte es auch vor Jahren schon mal so zum Laufen gekriegt. Aber ich weiß bei Gott nicht mehr wie. Und dann habe ich mir einfach einen Emulator geholt. Beziehungsweise ja, eine virtuelle Maschine. Quasi heißt das Ding ja. Und darauf nochmal Windows XP drauf gemacht. Und das passt dann auch. Durfte ich natürlich erstmal wieder jahrelang meine alte Windows XP CD suchen. Die sollte vorhanden sein. Aber das erstmal so am Rande. So, jetzt sehen wir hier, dass Berger wieder reingekommen ist. Der hat jetzt eine Runde gedreht. Und es ist alles in Ordnung. Das glaube ich jetzt eigentlich noch nicht so ganz. Dass hier wirklich alle Einstellungen in Ordnung sind. Schicke ich doch nochmal den anderen raus. Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, aber. Okay, wenn das so ist, dann ist er so. So, den lassen wir jetzt mal eine Runde mehr drehen. Vielleicht hängt es da dran. 1,35, 1, mal schauen, wo wir da sind. Ja, da sind wir schon eigentlich ganz gut bei der Musik dabei. Habe ich den jetzt reingeschickt? Also übrigens, ihr könnt den, ja, hier steht es dann auch. Ihr könnt den mit dem Werkstattsymbol dann auch wieder die Anweisung geben, in die Box zurückzukommen. Das tatsächlich stimmt alles. Also. Okay, na gut, die Zeiten waren jetzt auch nicht schlecht. Vielleicht ist es tatsächlich beim Spielstart auf das erste Rennen schon ausgelegt. Also es wird jetzt bei den nächsten Rennen nicht immer so sein, dass da wirklich immer das gleiche Setup eingestellt ist. Beziehungsweise passt auf allen Strecken. Das ist sehr unrealistisch. Ist auch nicht so. Nur da sollte man sich dann
Schon Gedanken machen. Ja gut, dann hätte ich mir das eigentlich, das freie Training fast schenken können. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in die Qualifikation. Ja, die Phase ist beendet. Ist das Ihre Absicht? Auf jeden Fall. Wenn das jetzt natürlich losregnet. Herzlich willkommen. Die Qualifikation wird gleich beginnen. Ja, der Kommentar ist eingestellt. Gut, müssen wir jetzt durch. Das kann ich jetzt nicht ändern, leider. Aber am Kommentar merkt man schon mal so, wie der Sound sich so gibt. Und der ist echt nicht gut. Tut mir jetzt natürlich leid, dass wir den jetzt mit drin haben. Aber den stelle ich dann im nächsten Rennen aus. Weil der nervt echt. Ich nehme auch hier immer schon die angesetzten Boxenstopps. Das war ja für die fünfte Runde. Nehme ich raus. Das manage ich quasi von selbst. Also ich schicke die dann rein, wenn sie reinkommen sollen. 94% die Reifen noch. Dafür kann er noch eine schnelle Runde machen. 91%. Ja, komm. Voraus. So, Alesi schicke ich dann gleich danach raus. Möglichst ohne Verkehr. Und wir sehen mal ein rotes Auto. Eine andere Farbe. So, und jetzt mache ich Folgendes. Bevor der Gute auf seine schnelle Runde geht, soll er erstmal ordentlich Gas geben, die Anweisung. Also ich kann ihn hier Anweisungen erteilen auf diesen Walkie-Talkie-Funksymbol. Und das mache ich jetzt auch auf beide. Und dann hoffen wir mal, dass hier eine halbwegs gute Runde bei rumkommt. Wenn wir hier einmal draufklicken, sehen wir übrigens, was unsere Fahrer sind, wenn wir es jetzt wirklich mal an den Fahrzeugen nicht unterscheiden können. Das Spiel pausiert dann auch. Und dann sehen wir hier alle Fahrzeuge. Können die einfach mit den Cursor drauf gehen und dann sehen wir, wer ist. Hier ist zum Beispiel jetzt Berger von mir und hier hinten ist Alesi. Zwischendrin ist noch Schumacher. Schumacher ist da noch in unserem Sandwich. Und dann schauen wir mal, da was Gutes bei rumkommt. Hill hat alle Rekorde der Qualifikationsrunde gebrochen. Newhouse hat alle Rekorde der Qualifikationsrunde gebrochen. Genau, jetzt habt ihr es eben gerade gehört. Newhouse steht tatsächlich für Jacques Villeneuve. Das ist leider vom Spiel halt so vorgegeben. Aber ich wollte Villeneuve einfach drin haben, weil so war es auch 96 und so wird es auch sein. Newhouse, die schnellste Rundenzeit des Tages. Warum wurden bei uns jetzt die Boxentafeln nicht angezeigt? Newhouse hat alle Rekorde der Qualifikationsrunde gebrochen. Wir sind gerade auf Platz 4 und auf Platz 5. Ja, das ist ordentlich. Das ist, wenn das am Ende so ist, dann bin ich damit voll zufrieden. Muss sie jetzt nur einmal reinholen. Und ich glaube, bei Berger habe ich das jetzt schon verpasst. Hoffentlich kommt er mit diesem Sprit noch hin. So, Alesi hole ich jetzt schon rein, der ist hier hinten. So, und dann schauen wir mal. Hier ist auch übrigens die Zeit, die schon verstrichen ist in der Qualifikation. Also wir haben jetzt quasi Halbzeit. Die Und Startaufstellung. Newhouse, Pole Position. Zweiter, Hill. Dritter, Coulthard. Vierter, Häkkinen. Fünfter, Schumacher. Sechster, Alesi. Die Startaufstellung. Newhouse, Pole Position. Zweiter, Hill. Dritter, Coulthard. dieser Kommentator ist göttlich, oder? Wie gesagt, tut mir leid, aber ich kann ihn jetzt leider nicht abstellen. Müssen wir mit leben. Vierter
Vierter, Häkkinen. Fünfter, Schumacher. Sechster, Alesi. Die Startaufstellung. Newhouse, Pole Position. Zweiter, Hill. Dritter, Coulthard. Vierter, Häkkinen. So, wir fahren mal mit jemandem raus. Und zwar fahren wir jetzt mit beiden raus, weil wir haben ja beide wieder startklar gemacht. Müssen noch schauen, dass wir ganz gut im Feld rauskommen. Na, das haben wir noch gut getroffen. Oh nein, und jetzt regnet es auf der Strecke. Ja, da haben wir wohl ein bisschen zu lange gewartet, glaube ich. Ja, das war jetzt nicht so geplant tatsächlich. Aber dann sehen wir mal. Ich hatte hier auch schon mal ein paar Setups tatsächlich gemacht. Die möchte ich auch nicht nutzen, weil ich möchte mich da rantasten ganz normal. Wir werden die jetzt aber, die wir hier erstellen, auch einmal speichern. Da setze ich jetzt einfach mal Benetton dahin. So. Weil das Regensetup ist ein bisschen anders als das. Das Regen-Setup ist ein bisschen anders als das Trocken-Setup. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen dran werkeln. So. Genau. Der Heckflügel ist zu niedrig. Ich brauche mehr Stabilität in den Kurven. So, dann geben wir hier mal 10 drauf und hier mal 10 drauf und dann schauen wir mal, dann können wir das nämlich gleich einmal nutzen, um hier noch ein bisschen ein Regensetup rauszufinden, weil die Zeiten sind jetzt sowieso egal. Wäre dann natürlich spannend zu wissen, was es dann im Rennen wird für ein Wetter. Ich würde das auch so handhaben. Ich würde das auch so handhaben, dass wir pro Folge so mindestens ein Rennen machen. Das Rennen dauert natürlich über die komplette Länge. Da werde ich das ein bisschen im Zeitraffer abspielen lassen. Und heute wird es auf jeden Fall, glaube ich, eine längere Folge werden. Bei den ganzen anderen schauen wir dann einfach mal. Der Reifendruck ist zu niedrig. Reifen werden überhitzen. Na, dann machen wir sie doch mal hoch. Und die Aufhängung muss rundherum gelockert werden. Ja, ja, ein Setup für Regenwetter braucht. So, und der ist zu hoch. Dann schauen wir mal. Ich habe jetzt mal bei OBS ein bisschen den Sound von dem Spiel runtergedreht.
Ich hoffe, das kommt auch an bei euch. Und hoffe nicht, dass es die ganze Zeit so laut ist, wie ich es auf mein Ohr höre, weil das ist schon extrem nervig. Aber wenn nicht, überlege ich mir da mal was zur zweiten Folge. Auf jeden Fall werde ich den Kommentar mal ausstellen, weil der ist echt grässlich. So. Dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt ist alles in Ordnung. Sehr gut. Dann speichern wir das doch gleich mal ab. Für Melbourne Regen. So, wie sind denn die Zeiten jetzt am Ende gewesen? Ja, 6. und 7. Wir haben beide McLaren vor uns, wir haben beide Williams vor uns und ein Ferrari. Oh, und Frenzen ist ganz schön dicht bei uns dran. Ja, aber Punkte sollten auf jeden Fall in den Rennen das alleroberste Ziel sein. Also, wenn es jetzt Podium nicht ist, okay, aber Punkte sollten es schon sein. Hier sehen wir auch halt, durch den Regen haben sich einige nicht qualifiziert. Es gab ja damals noch diese 107% Hürde. Und hier sehen wir es auch. Aufgrund besonderer Umstände erlaubt die Rennleitung den folgenden Wagen am Rennen teilzunehmen. Luca Badoer und Pedro Lamy dürfen teilnehmen. Die nicht teilnehmen, sind Rosset, Fisichella und Montermini. Also die werden nicht starten tatsächlich, weil sie nicht schnell genug waren. Hier sehen wir nochmal zum kurzen Durchlauf von den Startern. Irvine auch mit Platz 9 sehr weit hinten. So, ich würde auf jeden Fall auf eine 2-Stopp gehen, ja. Da brauchen wir allerdings nicht diesen riesen Tank. Wollte ich jetzt mal wetten. Maximal 23 Runden. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Obwohl, bei ihm hier wird es knapp. Mit dem letzten Stint. Da kommen wir auf maximal 23 Runden, weil der Tank inhalt, ne? Richtig? Richtig. Da kommen wir auf die Runde 56 und immer so 2 als Puffer nehmen. Nee, das reicht bei ihm nicht. Ich könnte jetzt die Sachen nochmal umstellen. Aber ich möchte die Strategie eigentlich so beibehalten. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Bei Alesi geht es auf. Ja, bei Alesi geht's auf. Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Nee, bei Alesi geht es auf. Alesi kriegt halt den kleinen Tank, der ist halt nicht ganz so schwer. Und ich brauche ein Setup für Regenwetter, okay. Dann werden wir das jetzt so machen. Weil es scheinbar auch im Rennen regnen wird, können wir den Plan, den quasi Gerhard Berger ausgefahren hat, einfach kopieren für den ersten Wagen. Und dann damit hat dann Alesi und Berger wirklich die identischen Setups. So, Berger kriegt nochmal neue Reifen. Ja. Wehe, das regnet jetzt nicht. Wehe, das regnet nicht. Die Startaufstellung. Newhouse, Pole Position. Zweiter, Hill. Dritter, Coulthard. Vierter, Häkkinen. So, das ist jetzt einmal die Einführungsrunde. Alesi, die Wagen fahren Schlangenlinien, um die Reifentemperatur zu erhöhen. Siebter, Berger. Achter, Frenzen. Neunter, Irvine. Zehnter, Barrichello. Hier stehen wir. Ein guter Start ist hier so wichtig. Dein Formel 1-Rennen zu überholen schwierig. Zwölfter,
So, und jetzt gehen wir ins Rennen. So wie wir hier den Pause-Button drücken quasi, geht das Rennen los. Es gibt übrigens auch Sachen wie zum Beispiel Wagenabwürgen und sowas. Das will ich jetzt gar nicht beschwören. Und dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal. So. War eigentlich ein recht langweiliger Start. Daher jeder so auf seinen Positionen geblieben ist. Zumindest in der Spitze. Ah, wir kriegen wieder unsere Boxentafeln. So, dann schauen wir mal, wie das Rennen so ausgehen wird. Ja, man sieht auf jeden Fall hier. Oh Leute, ey, dieser Kommentar ist so schlimm. Ah, man sieht auch hier, wir können ganz gut mithalten, beziehungsweise wir sind dicht dran an Schumacher. Vielleicht können wir den kriegen. Was ich nur wirklich ungern mache, ist tatsächlich diese Anweisung raushauen, weil das frisst Reifen, das frisst Sprit und... Oh, das ist halt auch mal, es kann auch mal nach hinten losgehen, dass man sich rausdreht und dann ist das Rennen beendet. Da habe ich keinen Bock drauf. Und da ist der Erste draußen. Wir hängen jetzt natürlich so ein bisschen tatsächlich hinter den Ferrari und den McLaren fest. So, ich werde das Ganze noch mal ein bisschen mehr beschleunigen. Also ich glaube tatsächlich, wir könnten schneller. Oh, der kommt aber schon früh rein. Ja, und jetzt regnet es schon sehr, sehr doll. So, ich muss jetzt nur mal einmal was schauen. Ja, die halten mich, glaube ich, ganz schön auf. Also ich könnte, bin ich mir sicher, sogar schneller fahren als die beiden McLaren. Aber ich komme halt nicht wirklich vorbei. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht komme ich doch noch ein bisschen früher. Oh, Hill ist doch auf jeden Fall vor mir. Und Schumacher fährt jetzt rein. Und Barrichello,
ich mache jetzt einmal ein bisschen langsamer, aber jetzt geht es bei uns an die Boxenstops. Ich muss mal schauen, wo wir überhaupt sind, hier oben. Aber wir haben jetzt sogar noch Überrundungen vor uns. Ja, die haben uns jetzt schon Zeit gekostet. Wir gehen jetzt weit weg. So, wir tanken jetzt für 20 Runden auf. Das sollte hinkommen. Wechseln einmal schnell die Reifen und dann geht's wieder raus. So, wir haben einmal Schumacher. Wir haben den Platz an Schumacher ja nicht verloren, weil wir waren ja sowieso dahinter. Aber wir hätten ihn durchaus gewinnen können. Vielleicht ändere ich doch noch mal ein bisschen was an der Strategie, weil ich nehme mal an, dass Alesi auch jetzt, dass wir auch hinter Alesi, wir werden mit Alesi hinter Schumacher landen, definitiv. Weil wir halt auch die ganzen Überrundungen jetzt vor uns hatten. Und scheinbar kann man hier auf dieser Strecke nicht so sehr überholen. Muss mal schauen, ob ich den jetzt vielleicht sogar vorziehe. Ja, den werde ich vorziehen. Den kann ich vorziehen. Problemlos. Und das werde ich auch tun. Wir verlieren einfach viel zu viel Zeit. So, den tanke ich jetzt einmal voll. Dann kriege ich dann noch Regenreifen und dann geht es wieder raus. Weil vielleicht können wir dadurch jetzt doch noch ein bisschen Platz gut machen. Alesi kommt auf der 8 wieder raus. Das ist schon bitter. Alesi hat aber Irvine gerade überholt, oder? War mir das so? Ich bin immer noch auf Platz 8, okay. So. Frenzen ist vor mir. Beziehungsweise hinter mir. Vielleicht mal höher machen könnte, ist die Reifenabnutzung. Wo bin ich denn? Da oben. Dann hoffen wir mal, dass wir ein bisschen mehr Glück haben. Bei den nächsten Boxenstops. Auch hier hat es wieder sehr lange gedauert, bis ich dann an die ganzen Überrundeten vorbei war. Jetzt sieht man, wie man hier schon gleich wegzieht. So, wir spulen mal wieder ein bisschen vor. Ich werde jetzt mal die Boxentafeln ausstellen.
Also stoppt er jedes Mal. Schumacher könnte auf eine 3-Stopp-Position, 3-Stopp-Strategie sein. Oh. Und Katayama ist raus. Ich habe jetzt was weggeklickt. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Berger ist raus. Berger hat sich gedreht oder irgendwas war da. Das ist natürlich jetzt echt blöd. Kollision war es. Berger ist raus. Na super. Ja, man klickt tatsächlich gerne mal schnell was weg. Und dann sieht man es nicht mehr. Wo ist denn Alesi da oben? So, wir sind jetzt auf Platz 3. Wir haben Hill vor uns. Wir haben wieder Überrundete vor uns. Das geht mir hier auf dieser Strecke echt auf die Nerven. Denn hier ist nämlich schon der 5. mit Coulthard. Und wenn ich jetzt hier hinterbleibe, werde ich definitiv Zeit verlieren. Und deswegen hole ich den in der nächsten Runde schon rein und tank den einmal dann komplett wieder voll. Und dann geht es bis zum Ende durch. Oh, das war ein langer Boxenstopp. Ich bin aber noch auf Platz 5. Das ist okay. Ich wollte zumindest vor Frenzen bleiben. Ja, dass Berger ausgefallen ist, ist natürlich schade, ne? Das wäre jetzt nicht so mein Plan gewesen. Aber Alesi kann ja wenigstens noch was rausholen. Wenn Alesi jetzt Probleme bekommt mit Grenzen, dann werde ich echt böse. Und es wird noch rutschiger auf der Strecke. Und Johnny Herbert ist draußen.
Wartet mal ab. Vielleicht kommen wir noch einen nach vorne. Jetzt hat Heck ihn den. Ach nee, Kult, also das ist okay. Kult hat jetzt nämlich das Problem, dass er auch schon ewig hinter so einem Überrundeten hinterher hängt. Das könnte unsere Chance sein. Ich will es eigentlich nicht machen. Aber ich werde es jetzt mal machen. Vielleicht kriege ich ihn. Ah, Schumacher ist draußen. Wenn es jetzt nicht klappt, muss ich aber wieder zurückgehen. Ich muss zurückgehen. Denn ansonsten haben wir nämlich nicht mehr genug Sprit. Und Coolart muss rein. Und das ist für uns die vierte Position. So, kurz vor Schluss muss er. Und Häkkinen gewinnt. Häkkinen gewinnt vor Villeneuve und Hill. Und ich habe den vierten Platz. Damit bin ich absolut zufrieden. Natürlich nur, weil Coolart nochmal stoppen musste. Eine Runde vor Schluss. Ja, schade natürlich, dass Berger ausgeschieden ist. Aber wir schauen mal, wie es dann bei den nächsten Rennen weitergeht. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim nächsten Mal. Und es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, auch mit den Soundproblemen. Wie gesagt, probiere ich es nächstes Mal besser zu machen. Es ist halt schwierig bei alten Spielen mal alles sofort, dass sofort alles klappt. Aber da mache ich mir mal Gedanken drüber. Das kriegen wir bei der nächsten Folge wieder auf die Reihe, dass sich das ein bisschen besser anhört. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, schaltet doch beim nächsten Mal nochmal wieder rein. Würde mich freuen. Lasst mir ein Like da. Wenn ihr irgendwas noch zu sagen habt, dann sagt es mir, schreibt es unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.